gestern noch die Probe aufs Gegenteil durchdacht, wenn man beispielsweise nicht diesem Aufbruch, diesem Aufriss unterworfen gewesen wäre und jenes ledene Ei eines Dinosauriers geblieben, das sich vor dem Schlüpfen für die Ewigkeiten fossilierte, oder wenn es qua Unsterblichkeit nicht die Erlösung gäbe, zu wissen, dass man irgendwann doch aus diesem Körpersack herauskommen können kann und man nicht kontinuierlich weiter sich bewegen muss und nie stillstehen kann. Das Herz und die Atmung. Also diese ganze mittlere, beschleunigte Transformierungsvorgang zwischen dem ersten Zustand und dem dritten des Wiedervergessens, der den eigentlichen TÜV, den eigentlichen Selektionserprobungsraum der Umtransformierung darstellt. Des nie stillstehenden Heraklitischen. Denn würde es nicht immer zu sich bewegen müssen, alles würde nur ein einziges absolut totalitär stillstehen können. Was wäre die Konsequenz daraus? Die kann man sich leicht ausdenken.